Plötzlich sah ich in mich hinein und erkannte, dass ich nicht besser war als diese Leute. Wie konnte ich hoffen, die Welt zu ändern, wenn ich nicht bei mir selbst begann? Ich müsste wenigstens einen Menschen ändern. Mich selbst. Jetzt verstehe ich die Situation besser. Ich fühle die Pein des Bären in meinen Knochen. Der Eisberg festigt seinen Griff und es gibt keinen Fluchtweg. Kämpfen oder aufgeben. Das ist die einfachste und gleichsam schwierigste Wahl im Leben. So lernen wir. Dies ist eine Prüfung. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Wir werden freikommen, wenn es uns erlaubt wird. Herr, verlass mich jetzt nicht.